Jo. Nicht kotzen. Also verletzt sieht er gar nicht aus. Schade, dass es nur gegen das Bett geht. Naja. Der sollte unten sein und sich betrinken, der Hauptmann, denke ich mal. Ne, sag ich ja. Hauptmann Thackeray, was tut ihr hier? Wir wollten nach dem Schankwirt sehen. Und nach euch. Aber wo sind meine Manieren? Darf ich vorstellen? Gräfin Anise, Vorstreiterin der glänzenden Klinge. Es ist mir eine Ehre, Gräfin. Hauptmann, ich habe die Medikamente. Aber Zappel Jakob war dort. Er ist auf freiem Fuß, obwohl er nach der Schenkenschlägerei verhaftet wurde. Wirklich? Es gab keine Verhandlung. Die Störenfriede sollten noch in Haft sein. Es sei denn, sie wurden befreit. Aber wer würde das tun und warum? Freiwillig wird man uns nichts sagen. Ich würde jemanden in ihr Versteck einschleusen, aber sie kennen meine Seraphen. Ich gehe. Ted Rübennase und seine Bande dürfen nicht frei herumlaufen und sie haben meinen Freund verletzt. Ihr seid wirklich tapfer. Ihr werdet natürlich eine Verkleidung brauchen. Schurken reden nur mit ihresgleichen offen. Ich kann euch sagen, wo ihr Versteck ist. Alles, was ihr braucht, ist die Kleidung von einem der Banditen. Dann seid ihr drin. Überlasst das nur mir. Ich schleiche mich ein und finde heraus, was sie vorhaben. Hervorragend. Wenn euch das gelingt, leistet ihr Kreiter und der Königin einen wertvollen Dienst. Und beeindruckt mich aufs Neue. Viel Glück. Verdeckte Ermittlungen sind knifflig. Alles klar. Um sie durchzuziehen, muss man essen, atmen, denken und... Jo, dann dürfen wir jetzt wohl Bandit spielen, wa? Quest abgeschlossen. Gestohlene Vorräte abgeschlossen. Großes Werkzeug zum Holzfällen. Kupferabbau. Werkzeug zum Ernten. Boah, wir nehmen mal zum Kupferabbau. Was kommt jetzt? Fertigkeitspunkte und Hilfsfertigkeiten. Mit Fertigkeitspunkten könnt ihr in der Heldenübersicht 10 neue Heil- und Hilfsfertigkeiten erwerben. Weitergehen, weitergehen. Geh du doch weiter, du Arschloch. Rüstet sie mit dem Pfeil über den Fertigkeitsplatz aus. Bei jedem Stufenaufstieg erhaltet ihr ab sofort einen neuen Fertigkeitspunkt. Außerdem könnt ihr euch mit Fertigkeitsherausforderungen Fertigkeitspunkte verdienen. Sie werden auf der Karte mit dem Fertigkeitspunkte-Symbol markiert. Okay. Waffenfertigkeiten. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Slotfertigkeiten. Nee, das ist ja eigentlich auch nicht. Das kann man aber hier upgraden. Dornfalle. Stellt den Fall auf, die Gegner zu verbrennen zufügt. Siege der Erneuerung. Siege passiv. Beseitigt alle 10 Sünden. Sekunden einen Zustand. Siege aktiv. Euer Tiergefährte zieht alle Zustände von nahen Verbündeten auf sich. Nö, das will ich ja nicht. Dornfalle. Stellt eine Falle auf, die Gegner Blutung und Verkrüppeln zufügt. Na gut. So macht man das also. Ja, war ja. Ja. Wo ist das denn? Wie kann ich das denn da reinziehen? Naja, okay, egal. So, das lohnt sich jetzt nicht mehr mit der Quest anzufangen, weil es schon 53 ist. Ich werde deswegen mal mir was suchen, wo man hier Dingens das kriegen kann. Ne, wisst ihr, was ich meine? Berufe erlernen kann, genau. Bloß ich weiß nicht, wo man das findet. Was ist das? Huch! Boah, ist das geil! Alter Schwede! Ha! Genial! Echt genial! So, trotzdem will ich wissen, wo man hier Handwerk erlernen kann.
Denn das ist mir gerade echt wichtig. Ja, wo müsste es ja Schmiede geben? Was ist denn Rurikstadt? Kaufmänner. Wo kann man hier Berufe erlernen? Puh. Rüstungsschmied. Ja, das klingt gut. Dann werden wir mal hier oben entlang laufen. Boah, meine Güte, ich bin ja gerade echt erstaunt über dieses Spiel, weil das so schön ist. Also zu dem Geschwindigkeitsboost würde ich jetzt nicht nein sagen. Ach, wir haben schon wieder EP gekriegt. Jo, dann gehen wir da mal runter. Erstmal will ich das scheiß Teil kriegen, genau. Was sind das für Aussichtspunkte? Ich habe diese hohen Preise satt. Die Königin hätte den Krieg längst gewinnen sollen. Sie ist eine gute Frau, nicht wie der Minister. Minister Kardekos ist eine Frau? Im Ernst, Königin Jack ist zu jung. Was, eine Frau an der Macht? Wo gibt's das denn noch? So, das sieht hier nach Schmiede aus. Rainer segne euch. Nee. Ah. Hallo, ihr da. Hallo. Nee, auch nicht. Danke. Aber so Lederkrams kann man ja eigentlich auch machen. Ja, da werde ich mich dann andermal mit auseinandersetzen. So, dann suchen wir uns jetzt hier nochmal ein schönes Plätzchen, wo man dann die Aufnahme beenden kann. Eine Statue. Möge euer Wasser stets fließen auf das Land und Saat, nie dürsten. Alter elonischer Segen. So, dann setzen wir uns mal hier in der Kulisse hin. So. Sit. So. Gut, dann werde ich mich jetzt mal so langsam verabschieden. Ich würde gerne jetzt für die erste Aufnahmesession hier Feedback von euch bekommen, damit ich weiß, was ich beim nächsten Mal besser machen könnte, weil das ja ein MMO ist und ich habe noch nie so, also ein MMO in das Play. Ich habe mal WoW gemacht, das gibt's auch noch, aber das war ganz früher, zu meinen Anfangszeiten. Und deswegen wollte ich euch jetzt einfach mal nach Feedback fragen, was euch gut gefallen hat, was euch schlecht gefallen hat. Und bitte größtenteils nur Schlechtes bringen, also Gutes könnt ihr natürlich auch bringen, aber auch gerne Schlechtes, weil das dient mehr zur Verbesserung. Und wenn ihr Wünsche habt, dann schreibt das auch ruhig unten hin, das wäre recht cool. Ja, dann sehen wir uns dann werde ich das nächste Mal aufnehmen, wenn dann Guild Wars 2 released ist. Also diese Purchase oder wie das heißt, Version. Und das wird am 25. sein. Ich hoffe, dass das Videomaterial reicht. Aber ich habe jetzt 1,5 Stunden oder so aufgenommen. Oder? Nee, noch nicht mal. Ja, so zwischen 1 Stunde und 1,5 Stunden. Aber sollte das so 10 bis 13 Folgen werden. Bis dahin, viel Spaß und den Link zu Guild Wars 2 findet ihr in der Beschreibung. Bis dann!